Hallo liebe Leute, und heute versuchen wir das Mysterium zu lüften von zwei gleich aussehenden Mädchen in Famicom Detective Club Part 2 mit mir, DJ KC80 und dem Onkel Rabe, hallo. Und wir stehen momentan vor der Frau, die quasi die Zeichnung gefertigt hat, die im Kunstraum hängt. Und jetzt wollen wir auch nochmal wissen, was es damit genau auf sich hat und wieso quasi Yoko und Shinobu eine gewisse Ähnlichkeit haben. Deswegen fangen wir einfach mal mit den Fragen hier an. Na gut, darüber weißt du schon mal nichts. Sie war eine Freundin von mir, damals in der Highschool. Aber sie weiß nochmal über Shinobu, vielleicht weiß sie noch ein bisschen mehr. Weil sie vielleicht das dritte Mädchen, das bei Kaneda Villa war. Ja. Ich war schockiert, als ich hörte, dass sie vermisst gemeldet wurde. Als ich meinen Abschluss gemacht habe, gab ich das Porträt in als Andenken an die als Andenken der Schule. In den letzten wenigen Monaten, die ich sie kannte, begann sie wirklich sich drastisch zu verändern. Okay. Vielleicht irgendwelcher Insights jetzt. Na, verdammt. So. Shishin. Shis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 h
Ich habe einen Grund daran zu glauben, dass Shinobu noch irgendwo in der Ushimitsu High School ist. Es gibt keinen Zweifel in meinen Gedanken. Hä? Was könnte das nur bedeuten? Gute Frage. Nächste bitte. Ja. Dieses ganze Erlebnis ließ mich mit so einem Unwohlgefühl, mit einem Unbehagen zurück. Kann ich mir vorstellen. Zeig ihr jetzt mal das Notebook. Weil jetzt hat sie ja auch mal einen Bezug zu Yoko. Ah. Ja. Das ist sie auf jeden Fall. Obwohl sie so so anders schien, als sie hier so anders schien, als sie, als sie es war, als ich sie sah. Als. Die Ähnlichkeit war unverkennbar. Obwohl die Ähnlichkeit unverkennbar, ich werde es niemals vergessen. Wenn Yoko in der Tat ermordet wurde, dann frage ich mich, ob der Killer das gleiche dachte, als ich es tat. Oder wie ich es tat. Hm? Was? Ich würde nochmal zu Yoko befragen. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Glaube ich nicht. Haben Sie etwas auf dem Herzen? Ich werde Sie wissen lassen, wenn ich etwas erfahre. Okay. Ist da irgendetwas auf Ihrem Herzen? Denk mal eine Runde. Hey, ich frage mich, ob Ryoko jemals Herr Hibino kennengelernt hat, als sie jung war. Sie müssten jetzt etwa im selben Alter sein. Fragst du doch mal. Als Sie auf der Ushimitsu waren, haben Sie einen Klassenkamerad gehabt, der Hibino heißt? Hibino? Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich jemals einen jungen Mann mit diesem Namen kannte. Okay. Frag mal. Obwohl, eine Sache kommt mir gerade in die Gedanken. Hä? Shinobu war sehr gut befreundet mit einem Junge, und das die ganze Zeit in der Junior High School. Wie hieß er nochmal? Oh ja, sein Nachname war Ushida. Okay, Ushida? Interessant. Ja, er ging mit uns an die Ushimitsu-Schule für eine Zeit. Der Hauptsuspekt in den Kaneda-Fall war ein Mann namens Uchida. Wirklich? Der Uchida-Junge, den wir kannten, war einfach nur ein Junge zu der Zeit. Er kann es nicht gewesen sein. Wenn man drüber nachdenkt, war es nicht zu diesem Zeitpunkt, als er weggezogen ist? Ah. Es tut mir leid, aber mein Ehemann wird in Kürze hier eintreffen. Ach, soll er ruhig. Problem sein. Ich werde Sie wissen lassen, wenn ich irgendwas anderes Relevantes, wenn ich mich an etwas anderes Relevantes erinnere. Okay. Ja, bitte. Na dann, lassen wir sie mal mit ihrem Mann allein Spaß haben. Und so. Danke für Ihre Zeit. Ich werde mich auf den Weg machen. Ich versuche mein Bestes zu geben, um mit Ihnen auf irgendeine Art und Weise zusammenzuarbeiten. Aber Detective, wenn Yoko sagte, dass sie dachte, Shinobu wäre noch irgendwo in der Schule... Was könnte das nur bedeuten? Ist wirklich merkwürdig. Das ist die Otsugi-Detektei. Otsugi scheint momentan außerhalb zu sein. Ja, dann lass uns doch mal denken. Ich sollte vorher ein Review ablegen. Okay. Na gut, blicken wir nochmal. Machen wir mal einen kompletten Überblick.
Yoko muss das alte Gemälde gefunden haben, wie ich es getan habe. Sie auf die Spur von Shinobus Klassenkameradin Ryoko Katsuragi zu bringen. Die merkwürdigen Worte, die Ryoko... Mit denen Ryoko, von ihr zurückgelassen wurde. Was könnten sie bedeuten? Eine weitere Spur, die sich aufgedeckt hat, ist dieser Uchida-Junge, der wohl ein weiterer Freund von Shinobu, Kindheitsfreund von Shinobu gewesen sein muss. Jedoch, weiß ich nicht, ob er irgendwie eine Verbindung zu Teruhiko Uchida hat, den ursprünglichen Suspekt. Es ist dennoch komplett möglich. Als nächstes wäre dieser merkwürdige Mann. Hitomi sagt, er hat angefangen aufzutauchen an dem Tag, nachdem Yoko ermordet wurde. Wer kann er sein? Und was für eine Verbindung hat er mit dem Direktor? Fragen über Fragen, wie üblich. Jo, das dürfen wir denken, ne? Sie sagen, dass der merkwürdige Mann so um die 30 aussieht. Ein paar Namen kommen mir in den Sinn, wenn man über verdächtige 30-Jährige nachdenkt. Ey. Du warst nicht gemeint. Goro und der Uchida-Junge. Aber wer weiß, vielleicht warst du ja auch daran beteiligt. Ey. Aber warum würde einer von den beiden etwas mit dem Direktor zu tun haben? Das ist echt eine gute Frage. Oh Mann. Ich habe so spät... Nee, ich habe verschlafen. Okay, dann gehen wir mal zur Highschool. Jo. Mann, bin ich groggy. Und somit sind wir bei Kapitel 9. Initialien. Oh yeah. Das ist die Ushimitsu High School. Das sind noch ein paar Studenten hier in der Nähe. Sprechen wir sie mal an. Ja. Ja, bitte? Oh, sofort so viele gelbe Sachen. Jo. Oh, der Kerl? Der war ziemlich übel. Er war hier vor einer kleinen Weile. Er hat versucht, mit uns zu flirten. Mit Schulmädchen? Ach, die schon wieder. Er flirtete mit mir ziemlich lange. Ja, das tat er. Hä? Ich habe ihn heute nicht gesehen, aber er war gestern hier. Sie werden ihn sicher für uns fangen, nicht wahr, Herr Detective? Wir versuchen unser Bestes. Für jeden. Sag mal das Bild von Ayumi. Hehehe. Hä? Hey, Ayumi sagte, sie würde auf sie im Kunstraum warten. Sie zwei stehen sie aber ganz schön nah in den letzten Zeiten, nicht wahr? Geringfügig, ja. Ist es wahr, dass der Killer immer noch frei herumläuft? Leider ja. Wer? Uchida. Sasuke. Uchiha hieß der, ja. Ayumi wartet auf dich. Na gut, dann sollen wir mal zu ihr gehen, oder? Ja. Aber ich denke mal, das machen wir im nächsten Part. Oder wollen wir das noch schnell machen? Nö, im nächsten. Okay, Leute, wir werden sie im nächsten Part besuchen. Deswegen verabschieden wir uns hier und sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und dann wollen wir mal gucken... Ja, das war Ayumi heile nach Hause bringen, deswegen bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, sprach der Raven immer mehr und bleibt sauber.